Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator bei mir hier auf dem Kanal. Und wir sind mal wieder auf der Map Neuminibrunn, das heißt, wir sind wieder zurück in den Alpen und wir erleben hier gerade einen kleinen Sonnenaufgang. Okay, es ist 7 Uhr, nee, es ist schon 8.06 Uhr, ich lasse es ein bisschen vorspulen. Ja, ich bin ein bisschen zu früh in die Map oder habe den Tageswechsel etwas auf zu früh auf 7 Uhr gestellt, da war es noch richtig dunkel. So, jetzt machen wir das Licht aus. Ja, unsere Kühe, denen scheint es auch ganz gut zu gehen. Und hier sehe ich gerade, dass unsere Wiese erntereif ist. Okay, wir schauen aber mal ganz kurz rein, wie überhaupt der Stand ist. So, hier haben wir Salat. Und wie es wirklich unseren Kühen geht, unsere Tiere, schauen wir mal hier kurz. Ja, ja, passt schon. Okay, und wie geht es unseren Hühnern? Auch die haben noch genug, also da müssen wir uns nicht sofort drum kümmern. Okay, so, dann schauen wir mal ganz kurz, während hier die Sonne aufgeht und wir langsam hier Licht haben auf unserem Hof für die Arbeiten, die wir jetzt gleich machen werden. Wie es denn aussieht beim Gebrauchtmaschinenverkauf? Ja, da ist jetzt auch nichts dabei, was wir wirklich brauchen. Okay, ja. Und dann werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick hier auf das Feld, weil da glaube ich, auf unserem Rapsfeld, ja, da sprießt es, da ist das Unkraut, da müssen wir uns dann heute auch noch drum kümmern, auf jeden Fall. Ich denke, haben wir eigentlich eine Spritze? Ich muss ehrlich sagen, ich bin da gar nicht ganz auf dem Laufenden. So, nee, eine Spritze haben wir keine. Ja, nee, also da müssen wir uns dann auf jeden Fall drum kümmern. Deswegen habe ich ja auch reingeguckt beim Gebrauchtwarenhändler, ob da vielleicht irgendwas schon ist. Okay, also, wir werden uns um die Wiese kümmern in der heutigen Folge. Dazu schnappen wir uns hier den Traktor. So, und dann holen wir uns unser Mähwerk, das steht ja da drin. Aber erstmal das Gewicht. Gut. So. Ja, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen unsere super tolle Map hier aus den Augen verloren, weil wenn ich nämlich gucke, die letzte Folge, hier sind wir falsch, vom 29.01. Ja, und jetzt haben wir ja hier, wenn ich die Aufnahmen mache, ist der 13. Ja, ist jetzt ein bisschen ins Land gegangen und ich habe ja auch bei unserem Projekt neu Bartelshagen öfters ja auf diese Map hingewiesen. Wird natürlich Zeit, dass wir dann auch hier ein bisschen was wieder machen. So, na, nochmal vor und nochmal zurück. So, dann haben wir unser Schmetterling auch. Und dann gehen wir mit dem Mähwerk los. Ich überlege gerade, machen wir Heu oder machen wir nur Gras und werfen das dann in die Silage? So. Augenblick. So, hier ist unser Silo. 32.000 Heu, Stroh. Ja, machen wir Silage, packen wir alles rein als Gras. Da machen wir gar nicht lange rum. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Ja, der hat Schwartablage. So. Haben wir denn auch Schwartablage? So. Jetzt brauchen wir doch die Hilfe. So. Und Arbeitsmodus müsste eigentlich hier sein. L. Ja, so sollte, glaube ich, Schwartablage sein. Okay. Oder? Ja, passt. Sehr schön. Okay, also, dann legen wir los und werden hier unser Feld mähen, machen eine schöne Schwartablage und werden dann das ganze Material in das Silo packen und machen daraus Silage. Weil, wie gesagt, Heu und so weiter haben wir eigentlich genügend. Da brauchen wir jetzt erstmal gar nichts, uns ins Lager zu legen. So, die Räuspertaste mal kurz benutzt.
Sehr gut. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe es tatsächlich ein bisschen jetzt verschwitzt, hier noch Folgen aufzunehmen, weil ich war jetzt dann doch die letzten Tage, der ein oder andere hat es vielleicht auch bemerkt, ein bisschen hier auch technisch am Ausprobieren, habe ein neues Mikrofon ausprobiert, ein Mischpult und so weiter. Ja, aber so richtig glücklich bin ich nicht geworden und deswegen habe ich jetzt auch wieder das alte Setup hier installiert, aber ich bin da immer noch dran und will da auf jeden Fall eine Veränderung her erzielen. Muss nur einfach noch gucken, mit was und mit welchem wie. Ja, ist halt ein wenig schwierig, auch was die Streaming- bzw. die Aufnahmehardware angeht. Auch da will ich ein bisschen was tun. Da werde ich mich mal übernächste Woche dran setzen. Ja, so ist halt immer irgendwie was und dann findet man einfach keine Zeit. Und auch das Projekt Reloaded hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich ein paar Folgen jetzt gemacht. Quatsch, Reloaded. Natürlich unser neues Projekt Big Farm. Reloaded war es davor. Und The Division, da spiele ich ja auch zurzeit einiges hier auf meinem Kanal. Und das nimmt alles ein bisschen viel Zeit in Anspruch. Aber ich werde jetzt zukünftig auf jeden Fall definitiv wieder mehr Landwirtschaftssimulator spielen. Und jetzt auch wieder gucken, dass ich hier das sauber gleichmäßig verteilt bekomme. Nämlich immer unser Projekt Big Farm und unser Projekt... und unser Projekt hier Neumedibrunn, unsere Alpenmap. Die wunderschöne kleine Alpenmap, die wir hier spielen, soll wieder mehr in den Fokus rücken. So. Ach du Schande, stopp. Jetzt merke ich gerade, habe ich total verschwitzt. Wir müssen ja die Zeit wieder zurückstellen auf Echtzeit, weil sonst läuft uns dann doch der Tag davon. Ist ja schließlich November und da haben wir dann ruckzuck wieder Nacht. So. An der Stelle darf ich mich auch wieder recht herzlich bei euch bedanken für euer Feedback und ich habe auch gesehen, es sind wieder einige, die meinem Kanal folgen. Freut mich sehr schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid. Recht herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. So, aushebeln. So, ups. Ja, ist ja der Wahnsinnsberg. Wo kommt denn der jetzt her? So. Ja, ja, das Feld werden wir ja ruckzuck dann abgearbeitet haben. So, der Frosch im Hals ist heute hartnäckig. Und unsere Rehe auch. So. Oh, Charlie ist auch auf dem Feld. Ja. Hm? Ja, geht's dir gut? Gut, warte mal, damit du vom Feld kommst, gibt's noch ein bisschen Futter. So. Bestimmt ist er schon auf dem Weg. Jupp, da hinten rennt er. Sehr gut. Nicht, dass ihm noch was passiert. So. Huch. Na. So. Das Gute hier an dem Feld ist ja, dass es ja auch gut als Erweiterung für unseren Hof hergehen kann. Also sollten wir dann in irgendeiner Form hier noch Erweiterungen brauchen, dann haben wir hier direkt am Hof jeden Fall ebenes, flaches Grundstück, mit dem wir dann arbeiten können. So, aber jetzt stopp. Hoch und hoch. So. So.
So, vorne erst runter. Und dann hinten. So, jetzt haben wir noch eine, ja, maximal zwei Bahnen. Und dann können wir auch schon den Ladewagen holen. So. So, vorne noch eben. Und dann können wir die letzte Bahn hier mit dem vorderen Teil. Na gut, sei es drum. Okay. So, dann bringen wir erstmal hier das Material wieder weg und dann werden wir auch hier mit unserem großen Trecker hier mit dem Ladewagen das ganze Material einsammeln. So. Na, nein, 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 das wollten wir eigentlich nicht. Na, nein. So, jetzt. Gut, das setzen wir nebendran. Ach, ist auch noch aufgeklappt. So, jetzt haben wir's. Und dreckig ist er geworden. So, hier vorne holen wir unser Gewicht. So, wo haben wir denn eigentlich den Ladewagen stehen? Ich denke, unterm Schleppdach da rechts, oder? So. Sehr schön. Und ran. Ne? Jetzt haben wir. So. Dann fangen wir mal an. Jupp. Er lädt. Wunderbar. Das passt. Sehr schön. Sehr schön. So, ich denke, zwei, drei Bahnen oder zwei, drei Mal werden wir hier fahren müssen. So, nimmt gut auf. Und 14.42 Uhr, aber ich glaube, allzu viel werden wir sowieso heute nicht mehr machen müssen, denn die Spritze werden wir dann noch einkaufen und dann werden wir die Felder noch spritzen. Und dann schauen wir mal, ob wir auch unsere Tiere noch füttern, aber auf jeden Fall gibt es so viel nicht zu tun. Aber stopp mal, kurz gucken, weil der pH-Wert, ja gut, theoretisch müssten wir hier auch kalken. Gut, Stickstoff wäre noch okay. Ja, müssen wir dann mal schauen, wie wir dann noch Zeit haben. Aber zuerst muss auf jeden Fall das Unkraut bekämpft werden auf unseren Feldern. Das hat jetzt erstmal Priorität. So, ist voll. Wenn er auf einmal so schnell Gas gibt. Dann bringen wir das Ganze ins Fermentersilo. So. Und abkippen. Jupp. Naja, da scheint ein bisschen die Grafik. Naja gut, er lädt ab, aber von der Grafik her könnte da natürlich ein bisschen mehr sein. Okay. Aber früher oder später müssen wir uns auch hier einen neuen Ladewagen besorgen. Weil, wenn wir hier 4-5 Mal fahren müssen für die kleine Wiese. Naja, gut. Aber, wie gesagt, alles nach und nach.
Wünsche derer sind viele da, aber wir müssen uns erstmal auch das Geld erwirtschaften, um diese Wünsche zu erfüllen. So, setzen wir wieder an. Hier. Ja, was ich auch noch machen möchte in einer der nächsten Folgen, ist definitiv auch so eine kleine Map-Rundfahrt, weil ich habe mich ja in der letzten Folge ein bisschen blamiert, muss man ganz klar sagen, weil ich auf jeden Fall zum falschen Verkaufspunkt gefahren bin und lange gesucht habe, um den richtigen zu finden, obwohl ja eigentlich ich hätte es wissen müssen, da wir ja einen Ernteauftrag hatten und genau dort eben das Material dann auch hingebracht haben. Naja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht mal in der nächsten, übernächsten Folge schnappen wir uns ein Quad oder was ähnliches. Und dann werden wir mal hier zusammen über die Map fahren und uns mal alle Ecken genau anschauen. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ein paar interessante Ecken, wo man eventuell auch noch die eine oder andere Produktion dann bauen kann. Also es gibt da einige Freiflächen, die wir da nutzen könnte. Und das wäre mit Sicherheit mal interessant auch zu erkunden, was hier so alles noch auf der Map sich verbirgt oder versteckt. So, kommen wir das kriegen wir noch alles rein. Sehr gut. So, mal ein bisschen rausfahren. Und kriegen wir noch rein. Wunderbar, das passt. Dann können wir hier abfahren. Das passt hervorragend. So, Rebraten gibt es heute keinen. Sehr gut. Ja, warum ich das hier angesprochen habe, auch mit dieser Freifläche oder als Erweiterung für unseren Hof, bin am Überlegen, ob wir hier auch eine kleine Hof-BGA installieren. Dann können wir auf jeden Fall Silage verarbeiten und hier kontinuierlich dann auch Erträge bzw. Einnahmen generieren. Und die würde definitiv da hinten auf die Wiese passen. Und dann könnten wir da also auch entsprechend was machen. Noch vielleicht ein, zwei Grasflächen dazu kaufen und dann vielleicht in die Richtung gehen. Naja, schauen wir mal und dann sehen wir weiter. So, die nächste Fuhre. So, wo fangen wir denn am geschicktesten wieder an? Ja, machen wir hier. So. Ja, dann gehen wir hier in die Bahn. Ist ja schließlich auch so, da wir hier in der Alpenregion sind, sind ja jetzt auch ebene Flächen zum Bebauen dünn gesät. Alles andere hier um dieses Dorf herum geht ja den Berg hoch. Und deswegen ist natürlich solch eine Fläche hier ideal, wenn wir irgendwie noch expandieren wollen, was Produktion oder ähnliches angeht. Aber ich glaube, auf der Map sind auch schon etliche Produktionen ja installiert. Also das heißt, wir können da noch jede Menge machen, bevor wir wirklich gezwungen sind zu investieren. So, jetzt fahren wir den erstmal hoch. Dann müssen wir mal schauen, dass wir da wieder in die Bahn reinkommen, ohne dass wir auf der Straße mit dem Verkehr kollidieren. So, einmal kurz rücksetzen. So, das passt. Yep, wir nehmen auf. Gut. So, was passt in diesen Ladewagen? Naja, 14,5, 15, naja, 16, ja, 16. Ist natürlich jetzt nicht gewaltig, aber wie gesagt, hier für den Anfang tut's das und dann müssen wir halt ein, zweimal mehr fahren. So. Ja, da hört man auch wieder das Flugzeug. Ganz schön viel Luftverkehr hier.
So. Dann gehen wir hier in die Bahn und dann machen wir noch die Querbahnen. Oder ja. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen, aber die haben wir ja noch nicht gefahren. So, da hinten haben wir alles schon abgeräumt. Sehr schön. So, und der ist wieder voll. Ja, ich denke eins, maximal zweimal, dann sind wir hier fertig mit dem Feld und dann können wir, wie gesagt, uns Gedanken machen über den Kauf einer Spritze, weil wir müssen definitiv Unkraut bekämpfen hier bei uns auf den Feldern. So, und während ich hier aber den Wagen ablade, werde ich das alles noch offline machen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es dann wirklich daran geht, das Unkraut zu bekämpfen. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich bei euch für eure Zeit, für das Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich, der Badenfarmer, bedanke mich recht herzlich bei euch mit einem wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal.